Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Depodia, hier jetzt schon in der zweiten Folge. Ja, wir versuchen immer noch unsere Zahnbürste da oben irgendwie einzufangen, die ich eigentlich echt extrem süß finde, auf eine lustige Art und Weise. Aber naja, irgendwie mag sie uns ja nicht, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was ich gar nicht so wirklich verstehen kann. Weil wir haben sie doch irgendwie jeden Tag total lieb. Ja, den Pömpel habe ich letzte Folge erfolgreich übersehen. Ist mir dann nochmal so aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Alter, hat der das gerade wirklich gesagt? Walle, bist du's? Ach, wunderschön, wunderschön. Socken, check. Uiuiuiui. Das tut dir schon fast weh. So, ich weiß ja gar nicht. Er hat hier doch irgendwas von Fliegen erzählt, ne? Ich bin jetzt mal. Funktioniert das? Oh, ja geil! Aua! Oh, aua! Oh, scheiße, eine Mausefalle. Den Pöppel kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Was ist das denn bitte? Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Gut, ja, verstehe ich. Okay, pass auf. Jo, Alter. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Wie redet er denn bitte mit seiner Zahnbürste? Put, 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 komm zu Papa. Ja, hat sie. Oh, das hat sich aber nicht so gut angehört. Eieiei. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh Gott. Errungenschaft freigeschaltet. Bürstenjäger. Alter, guck dir bitte die Zahnbürste an. Was ist mit dir passiert? Oh Gott. Ii. Die ist ja total ekelhaft. Zahnbürste? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Oh Gott. Gute Frage. Also das ist unser Proviant, ne? Den brauchen wir eigentlich sowieso. Socken wollte er auf jeden Fall mitnehmen. Die Zahnbürste braucht er eigentlich auch. Und den Seitenschneider? Wofür brauchen wir den Seitenschneider? Ja gut, da hat er ja gesagt irgendwie, er weiß nicht warum. Ich würde jetzt mal knallhart den Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Ich hoffe, das ist jetzt okay. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay. Also das heißt, wir müssen jetzt anscheinend... Ja, so, abhauen. Und wohin jetzt damit? Ja, da rein, da ist oder? Kein Platz. Wieso? Ja, dann mach halt auf, das Ding. So. Sitz, okay. Das heißt, wir katapultieren uns mit dem Ding, mit den Raketen, ins Nirvana. Da ist kein Platz. Ja, wohin denn sonst? Das Staufach. Das Staufach ist zu. Ja, dann mach's halt auf.
nun? Na, geht doch. So, und wohin jetzt damit? Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja gut, das ist eine gute Frage. Ein Schraubenschlüssel. In Tonis Haus. Also da kamen wir wohl gerade her. Da haben wir noch einen Fernrohr. Mit dem Wenzel reden wir gleich. Was geht denn da unten ab? Die Rohre machen da wohl gerade ihre eigene Party. Eine Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Ja, gut, da bin ich mal gespannt. Bedienungstafel. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay, kann ich mit ihm reden? Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Oh Gott, wie nett. Hallo? Du sollst mit ihm reden. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen von Organon. Mach's gut, Wenzel. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Wegen des Plans? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Ich denke, wir gehen einfach mal alles durch. Wenn es so... Also ich hab's heute echt wieder mit dem Reden. Wenn das denn möglich ist, natürlich. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährt. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen, oh Gott, Frauen die schönsten überhaupt sind? Na also, das möchte ich aber mal stark bezweifeln. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Na gut, irgendwas wird ja dran sein. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Der Rufus macht aber auch irgendwie so, als wäre er wirklich der King of the Schrott oder so. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Okay, also ich glaube, die werden noch von großem... Ja, ich weiß nicht. Die werden hier wahrscheinlich noch eine ziemlich große Rolle spielen. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Wohin bloß mit der Batterie? Oh ja. Wohin bloß mit der Batterie? Tja... Ich habe dir ja gesagt, dass der Sitz zu viel Platz wegnimmt. Du nuschelst aber auch gewaltig. Wie du meinst. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh. Wenn du meinst? Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen.
Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Ja, also sehenswert wird das auf jeden Fall. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Aber diese Batterie, ne? Das fuchst mich jetzt schon so ein bisschen. Wohin bloß mit der Batterie? Tja, ich habe dir ja gesagt, dass der Du nuschelst aber auch gewaltig. Wie du meinst, nochmal? Na. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Gut. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich muss das Ding noch kalibrieren. Kann ich das jetzt machen? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Ach Diesmal so. Will ich besser vorbereitet sein. Ja, es ist wohl wahr. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, dann raus damit. Kein Problem. Hä? Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah, ja gut, das Problem hätten wir dann auch ganz schnell gelöst. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, dann packen wir mal die Batterie. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da muss nichts geschraubt werden. Da muss nichts geschraubt werden. Gute Frage. Ich weiß nicht so recht. Also hier können wir irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Aber wir können ja auch noch... Wieso können wir noch mal zurück ins Haus? Boah, es ist schon knifflig. So. Hausapotheke. Aber die ist ja zu. Was wir aber noch haben, ist die Haustür. Aha. Das geht jetzt auch. Ach, ist das schön. Es ist wirklich schön. Ich mag auch irgendwie den Stil der Grafik. Huch. Wer bist du denn? Eine Chilischote. Autsch, heiß. Huch. Hä? Wieso ist die heiß? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Es ist doch keine Blume. Ich bin verwirrt. Eine Klingel. Okay. Ein Briefkasten. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Ja, ne? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Hä? Ich wollte den eigentlich öffnen. Aber wenn du sagst, der ist festgeschraubt, dann, hier, ne? Mach mal ab, das Dingens. Hui! Und jetzt? Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Hanek. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ich kann mir auch echt schlecht Namen merken. Beziehungsweise dann noch die Gesichter dazu. Es ist manchmal echt fürchterlich. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Tunnel? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Okay. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, kantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen.
Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Hat es auch nicht. Ist doch gut. Also wir sind anscheinend der berüchtigte Hobbybastler, der am Schluss wieder alles in die Luft jagt. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Sitz ausgebaut. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Also, ich muss schon sagen, das Game liefert einem schon ziemlich viele Hinweise und es führt einen schon ran. Man muss eben nur suchen, sag ich mal so. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Oh doch, ich schon. Ich krieg das schon hin. Sicher. Gut, dann schreiben wir dir doch mal auch mal irgendwann eine Karte oder so, ne? Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Was für eine Begeisterung. Ja gut, dann halt tschüss, Hanek. Ne? Bis irgendwann. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. So. Gott, wie laut macht der bitte die Tür zu? So, dann wollen wir mal. Wo ist mein Briefkasten? Ha, passt. Jawohl. Muss ich den jetzt auch noch festschrauben? Das sitzt auch so schon fest genug. Gut, hätte ja sein können. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Na dann, let's go. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Uff, Eieiei. Eieiei. Um Gottes Willen. Nee. Geht nicht. Okay. Uha. Ach, wie ich sowas liebe. Aha. Na. Wie komme ich denn jetzt? So. Ah. So, warte mal. Wenn ich den... Wie weit geht der hier nach oben? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wieso nicht? So, jetzt aber. Ha! Geht doch. Perfekt. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Ui. Halte dich bereit, Wenzel. Ja! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich?
Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Den sie aus ihrem Dekolleté übrigens rauszieht. Langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Alter, was ist das bitte für eine Tante? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Aha. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Heiligsblechle. So, dann... Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Ach, gut, dann... Das wird ein spektakulärer Abgang. Sehe ich da eine Träne? Nein. Kommt bestimmt noch. Arrivederci. Sieh zu. Okay. Wie kann ich denn jetzt... Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na? Immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich hier jetzt machen... Ach! Okay. Entschuldigung. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette so ja, bald ja, anbringen. Ja, ja. Diesmal kann gar... Ja. Aber wie kann ich denn jetzt die Lunte auch anzünden? Lieber nicht missen. Mist. Kann ich mich denn jetzt nicht da hinsetzen? Ah, noch zumachen. Okay. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Was mache ich denn jetzt?